Heute geht es um alles. Bist du ein bisschen nervös? 2 Jahre haben sie auf diesen Tag hergeschafft. Die Symbolik ist schon stark. Du hast es schon. Heute ist die grosse Abschlussprüfung für die jungen Diplomaten. Der lang erwartete Moment. Das ist schon krass. Ah, da passiert was. Voilà. Merci. Hold on. Are you at the Swiss club? C'est là, c'est là. Este ist mi machete, ein Spickzettel auf Deutsch. Du bist Krisenmanager. Yes, are you here? Yala. Diplomatie ist in der Schweiz nicht besonders beliebt. Man kennt uns wenig. Das ist vielleicht auch unsere Schuld. We have a toast together. Auf Sie zählen wir für die nächsten Jahrzehnte. Samira will Diplomatin werden. Sie macht die 2-jährige Ausbildung beim EDA, beim Eidgenössischen Departement für Auswärtige Angelegenheiten. Zusammen mit ihrem Ehemann ist sie heute aber Gastgeberin. Hallo. Ihre Mutter und ihre Geschwister kommen heute zum Znacht. Geht's gut? Ja, Rudi. Gut. Sie sind zwar fast überkarrt worden. Nein. Von einem Velofahrer, immerhin. Ja. Samira ist eine von 5 jungen Leuten, die auf ihrem Weg in die Diplomatie begleitet werden. Seit 2,5 Monaten ist sie jetzt schon in der Diplomatinnen-Ausbildung vom Bund, im Concours Diplomatique. So, how many are we? 7, right? Yep. If anybody is about to die of hunger, it's okay. Please help on the way. Samira und Edgar sind seit 2 Jahren verheiratet und leben genau so lange auch zusammen in dieser Wohnung. In Burundi, im Osten von Afrika, haben sich die 2 kennengelernt. Also, mangiare. Merci. Merci, Edgar. C'est un plaisir. Merci pour nous rejoindre. Merci. Gute. No, we didn't. We never did that. You see? Prima. Hallo. Einzug, das ist später, ha? Ja, nein. Das schießt mich auch immer an. Ich glaube, es gibt nichts, was mir wichtiger ist als Familie. Ich bin auch extrem froh und dankbar, dass ich so eine super Familie habe. Sie ist offen. Sie ist offen für alles. Sie ist geradlinig. Sie hat so einen harten Kopf. Wenn sie etwas abhält, dann macht sie es. Also ich denke, es hilft mir allgemein im Leben sehr. dass ich sein kann, so wie ich bin. Und dass das für mich immer klar ist, dass das okay ist. Und ich denke schon grundsätzlich, dass das eure Diplomatie ein Vorteil ist. Klar, man muss sich an gewisse Positionen halten und dann muss man auch Kompromisse machen. Teilweise auch Positionen vertreten, die einem vielleicht nicht selber entsprechen, je nach Situation. Aber ich denke, gleich, du kannst trotzdem dich als Person sein, auch in so einer Situation. Ich finde auch, der Hintergrund, den Samira hat, das hat sicher auch eine Rolle gespielt, dass es so viele Möglichkeiten gibt, so viele verschiedene Leute, oder einfach irgendwie die Offenheit. Oder? Das hast du schon sehr mitbekommen, sei es im WG-Leben oder eben auch mit der Kultur von Ghana, von dem Hintergrund von deinem Vater. Mhm. Die verschiedenen Kulturen und Länder, das interessiert Samira. Sie hat internationale Beziehungen studiert und nachher 8 Jahre in einer Organisation für Friedenspolitik gearbeitet. Eine gute Basis,
für die diplomatische Ausbildung. Für mich war immer die Herausforderung. Ich habe immer gedacht, es wäre super vom Beruflichen her, aber privat wird sicher schwierig. Eben irgendwie, was heisst das dann für meinen zukünftigen Partner und für die zukünftige Familie? Ciao, Amore. Ciao. Ciao. Guten Start. Merci. Die grösste Herausforderung, zweifellos, wird sein, ein Gleichgewicht zu finden mit der Begleitperson. Die Karriere der Begleitperson irgendwie zu harmonisieren mit einer Karriere, wo man alle 4 Jahre muss einfach weg und dann wird die Karriere von der anderen Person unterbrochen, das ist eine ganz grosse Herausforderung. Ja, ja. Ich finde, man spürt das Gewicht gar nicht so. Es ist gut verteilt. Ja, ja, es ist wirklich vor allem gut auf die verteilt. Hüfte. Auch der Berner Jonas Bellina möchte Diplomat werden. Das ist nicht nur eine grosse Veränderung für sein Leben. Mein Spät! Ja! Lala! Auch das Leben von seiner Partnerin Katrin und von der Tochter Celestine ändert sich wegen der Berufswahl von Jonas. Der Physiker und die klassische Gitarristin haben sich in den USA kennengelernt. Ja, ich komme aus Berlin und die Kultur ist schon echt doch anders, als wie ich es gewohnt war in den USA und so. Aber also es ist, ja, ich habe jetzt auch hier ein Quartett gegründet mit 3 anderen Gitarristen aus Bern. So ist meine kulturelle Inspiration sozusagen. Die Landschaft, das ist für einen zukünftigen Diplomat Jonas vor allem etwas. Heimat. Es ist schon eine sehr starke Verbundenheit. Und auch in Zukunft, dass eigentlich, egal woher ich gehe, ich werde immer irgendwie in der Schweiz daheim sein. Katrin Enzrikat? Guten Morgen, wer ist dort? Oh, die spanische Botschaft. Oh. Wow, schönen guten Morgen. Wow, ja, das klingt ja unglaublich. Ja, super, ja, auf jeden Fall. Also ich wäre sehr interessiert. Okay, super, Celia, vielen Dank für Ihren Anruf und ich bin wirklich ganz erfreut. Adios. Adios. Wow, krass. Ich habe gerade einen Anruf bekommen von der Sekretärin der spanischen Botschafterin, genau, hier in Bern. Und ja, sie hat über mich gehört und wollte jetzt fragen, ob ich für Events bei Ihnen spanische Musik spielen könnte. Und ja. Ja, also ich bin auf jeden Fall sehr glücklich, dass Katrin auch gute Möglichkeiten hat, um Gitarre zu spielen. Konzerte und Auftritte zu geben, das ist doch ideal. Also. Also das passiert normalerweise, also keine Ahnung, das ist, das ist schon toll. Ja, 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 du findest das auch gut. Ne? Ja. Ah ja. Ja, und hier oben wirklich gut. Weil die schnell führen, die Leute. You're welcome. Thank you. You're welcome. Welcome. Celestine, setze Sie hier hin. Okay. Hier ist gut. Ja, jetzt gibt's was zu essen, mein Schatz. Die Schweiz wird schon bald nicht mehr zu Hause von der jungen Familie sein. Zu der Diplomatenausbildung gehört ein praktischer Teil auf einer Botschaft. Der Jonas reist in ein paar Monaten auf Argentinien. Grüß dich heute lang. Ich meine, es ist extrem wichtig, dass es für sie gut ist. Und ja, das ist dann schon eine starke Verantwortung. Ja, also wir haben uns das schon sehr gut überlegt. Es ist wirklich eine grosse Entscheidung in diesem Sinn. Aber gleichzeitig ist es auch wirklich schwierig, im Voraus zu sehen, was es alles bedeutet. Ich meine, intellektuell versteht man es, aber einfach rein emotional, wie das
tatsächlich der ist, kann man ja wie nicht voraussagen. Wenn der Jonas mit seiner Ausbildung fertig ist, wird er alle vier Jahre in einem anderen Land arbeiten. Wegen diesem Rotationsprinzip wird es zügeln zum Lebensstil. Also ja, Tendenz würde ich sagen, dass ich eher zu fest nachdenke bei Entscheidungen. Und meine Erfahrung hat eher gezeigt, dass ich hin und wieder vielleicht auch noch mehr auf den Bauch hören sollte. Wow. Das ist schon krass, oder? Nein, es war alles Gletscher. Nachdem er weggeschmolzen ist, hat es einen See gegeben. Und heute, wenn wir hier oben schauen und das vergleichen, ist noch mal wirklich eine starke Veränderung. Also hier sieht man noch ein grosses Eisfeld und das ist jetzt fast abgeschmolzen. Also es ist unglaublich, wie schnell das geht. Die Aufhaltung des Klimawandels ist definitiv das, was mich in die Diplomatie bringt. Am Jonas sein Weg in die Diplomatie ist ungewöhnlich. Er ist Naturwissenschaftler und vielleicht bald Diplomat. Die Premiere. Ein US-Präsident empfängt einen Schweizer Bundespräsidenten im Weißen Haus zu einem Gespräch über Freihandel und Diplomatie. Maurer trifft Trump. Für das EDA, für das Eidgenössische Departement für Auswärtige Angelegenheiten, ist das ein diplomatischer Grosserfolg. Der Bundesrat Ignacio Cassis und seine 360 Diplomatinnen und Diplomaten arbeiten genau für das. Die Interessen der Schweiz sollen in der globalen Politik eine wichtige Rolle spielen. Wir waren eingeladen und da dürfen wir auch stolz sein drauf. Wirtschaft, Kultur und Frieden. Die Schweiz soll auch in Zukunft im Ausland gehört werden. Diplomatischer Nachwuchs ist also nötig. Es ist nicht nur einfach so etwas Schönes, Politisches, das man ein bisschen erzählen kann. Wir haben auch Diplomaten. Es ist eine Überlebensfrage für die Schweiz, dass wir eben das Netz haben. Wieso habe ich die nicht? Oh, wie kann es sein? Warte, warte mal. Ah, doch. da gibt's etwas. Hey, ich glaube, ich habe es gefunden. Auch der Jean-Baptiste ist einer von den wenigen, der für die diplomatische Ausbildung ausgewählt worden ist. Der Traumberuf Diplomat ist für ihn stark mit Nigeria verknüpft. Ich bin hier im Hintergrund. Das war meine erste Erfahrung beim Bund, beim EDA auch. Dieses Praktikum, wo ich vielleicht eben die Idee gehabt, ja, vielleicht. Einmal Diplomatie. Genau, das ist das Abschiedsfest von dem Botschafter. Also er hat mich sehr motiviert, das einmal zu probieren. Er hat mir gesagt, ja, Jean-Baptiste, das musst du einmal probieren. Das ist wirklich sehr spannend. Du musst das machen. Schon als Kind hat Jean-Baptiste für 3 Jahre in Ruanda gelebt. Sein Vater hat dort in Ostafrika als Entwicklungshelfer gearbeitet. Afrika, das hat für Jean-Baptiste geheissen, viel Zeit haben mit seinem Adoptivbruder, endlich Haustiere können zu haben, Klassenkameraden aus aller Welt und viele Freiheiten. Und das trotz der politisch schwierigen Situation. Gerade wenn wir in Ruanda gekommen sind, im 1990 hat ein Krieg angefangen. Sind Rebellen aus dem Norden gekommen. Und dann plötzlich hat Frankreich Truppen nach Ruanda geschickt, um die Regierung zu unterstützen. Und als Kind, du fandest das voll cool, oder? Wir haben das nicht realisiert, dass es eigentlich einen Krieg gab. Du hast null Ahnung, was ein Krieg ist, oder? Was passiert? Ich erinnere mich, ich glaube, das war am 1. August, oder? Und die Schweiz hat dort ein Fest organisiert, natürlich, mit Bündnerfleisch und Raclette, oder wie es noch immer ist. Und mein
Bruder und ich mussten uns so ankleiden und den Leuten kleine Schokis verteilen, als die angekommen sind. Ich muss ein bisschen mithelfen, die schweizerische Gemeinschaft im Kigali. Und mein Bruder und ich waren so lächerlich angekleidet und wir müssen diese kleinen Schokis verteilen. Also damals schon ein bisschen Schweizer Vertretung mit 9 Jahre alt gemacht. Am Anfang der Diplomatenausbildung geht es in verschiedene Kurse um das diplomatische Handwerk. Dazu gehören auch die richtigen Umgangsformen und genau die lehre ich heute. Punkt 9 geht's los. Hey, der Jean-Baptiste. Wo ist der Jean-Baptiste? Ah, da ist er, der Jean-Baptiste. Er ist erst gerade auf dem Weg ins Noble Hotel Bellevue. Also, heute geht es um Etikett und Protokoll. Das heisst, wie man sich in einem diplomatischen Umfeld benimmt, also die bonne manière eigentlich. Sag, wenn du es machst, will ich es. Ja, schon lange. Nein. Gut, Augen zu. Schon alle weg zum Foto, oder? Du bist zu spät, schau mal, tschüss. Entschuldigung. Alle anderen Diplomaten, Stagiaires, sind pünktlich. Beim Etikettenkurs nicht ganz unwichtig. Der Jean-Baptiste hat ganz eine spezielle Erklärung für seine Verspätung. Verstanden, dass es so dieses Foto gab. Heute Morgen. Ich glaube, du hast mir gesagt, es war gestern. Nein, sicher nicht. Okay. Ich war ja gar nicht da gestern. Augen. Mit dem Auge. Nein. Mit Augen zu. Ich war fast pünktlich heute Morgen, aber ich habe auf dem Weg ein Fernsehcrew getroffen und es hat mich ein bisschen verspätet. Entschuldigung. Danke. Ein bisschen nach der 9 geht's los. Und es ist klar, welches Thema die Kursleiterin gerade am Anfang bringt. Pünktlichkeit. Wir haben das gestern Nachmittag im Zusammenhang mit den Einladungskarten bereits angeschaut. Einladung zum Essen maximal 15 Minuten später als die angegebene Zeit im westeuropäischen Kontext. Gut. Jetzt gehen wir in das große Thema der Begrüßung. Man denkt, das ist ein banaler Händeschlag, ist es aber nicht. Und da kommen wir eben auch auf den Körperausdruck oder auf die Körpersprache. Also, wenn ich jetzt zu ihm gehe und ich begrüße ihn mit meiner Handfläche nach oben, dann gebe ich bereits bekannt, wer jetzt hier das Sagen hat. Und das ist ja insofern auch spannend anzuschauen, dass Herr Putin, obwohl er physisch nicht größer ist, es schafft, auf Frau Merkel hinunterzuschauen. Also er begrüßt mich jetzt dominant. Ja, so. Was ich mache, ist einen kleinen Schritt nach rechts. So. Und dann dreht sich die Hand automatisch. Gut. Oh, that's a great pleasure to meet you. Nice meet you. It's very nice to. So how do you do that? Like this. Oh. Mais là, c'est toi qui contrôle. Et puis que j'ai dit. Mais on s'est dit, nous on a plutôt l'impression que c'est l'intensité qui fait la différence. Und wir bitten keine Rauchpausen, Schmink und andere Pausen zu machen. Das könnt ihr nachher. Wir beginnen alle miteinander. Unten das Mittagessen. Beim Essen werden in der Diplomatie immer wichtige Themen besprochen. Die richtigen Tischmanieren müssen also sitzen. Auch das zählt, wenn sie die Ausbildung bestehen wollen. Wir haben ein paar Hindernisse geboten zum Mittagessen, wie extra grosse Salatblätter oder auch Spiess, was eigentlich ein tägliches oder immer wieder passiert im Laufe von unserer Karriere.
Ich wünsche euch mal einen guten Appetit. Ich kann es so verdrucken. Mhm. Aber kein Messer. Das Messer kann man gar nicht. Nimmst das Brot zum Drucken. Mhm. Wenn es kein Brot hat, dann musst du es ja irgendwie. Und dann musst du es ein bisschen zusammenlegen. Genau. Das ist ein bisschen eine Knüblerei. Aber leider passiert das mehr als nicht, dass du einen Salat bekommst. Ja, Nolli, sind wir es geschafft, das abzutrennen. Man darf den Salat nicht schneiden, ich glaube. Das macht man nicht. Weißt du, isst man der Salat mit Brot? Nee, na, du bist recht. Ja, ja. Ohne Messer normalerweise. Salat einfach mit Gabel und eventuell Brot, das stimmt. Ich habe das nicht gemacht. Am Nachmittag geht es weiter mit Dresscodes, mit den grossen Kleidern und Stylingfragen. Ich denke, ihr kennt das auch. Unser Gehirn ist zuerst mit den visuellen Informationen beschäftigt. Wenn ich zu Ihnen sage, ich möchte meine Individualität zum Ausdruck bringen mit meinen Socken, wie klingt das? In der Regel, je höher man in die Etagen geht, desto unbunter wird es. Aber das kommt ehrlich gesagt sehr darauf an, wo man arbeitet und welche Chefs das man hat. Aber im Großen und Ganzen, je bunter die Kleidung, desto niedriger ist die Status-Nachricht oder Message oder Botschaft, die wir übermitteln. Ja, ich habe gerne Farbe. Und ich finde auch, Farbe hat nichts mit nicht professionell oder nicht elegant zu tun. Vielleicht bin ich natürlich noch nicht in dieser hohen Situation, wo das wirklich mega wichtig ist. Aber also ich sehe kein Problem mit Farbe. Ich habe meinen Stil und ich finde das bei ihr. Ich finde noch, dass der Stil passt nicht so schlecht ins Eda rein. Und darum bleibe ich jetzt mal bei dem. Kleider sind für Christina nicht nur beruflich wichtig, sondern auch privat. Sie neigt nämlich sehr gern, und zwar viele Sachen, die sie dann auch als Diplomaten-Stagiaire will anlegen. Zu meinen selber geneigten Sachen natürlich schon ein besonderes Verhältnis. Und gleichzeitig kenne ich aber auch immer ihre Schwachstellen. Also ich weiß immer, wo irgendwo etwas nicht so funktioniert hat, wie ich es wollte. Also bei dem hat jetzt eigentlich alles recht gut funktioniert. Was vielleicht hier so die, also man sieht es nicht so gut, glaube, aber die Naht steht so ein bisschen mehr auf, als ich mir das gewünscht habe. So. Mir bedeutet es sehr viel, oder man hat ja unbedingt eine Nähmaschine mit auf New York kommt. Es ist für mich wirklich eine Art, wie ich abschalten kann, aber auch gleichzeitig auch etwas machen, kreativ etwas machen. Und für mich ist es einfach, ich brauche es mittlerweile wirklich fast ein bisschen so als Ausgleich. New York, dorthin geht Christina für einen praktischen Teil ihrer Diplomatinnenausbildung. Sie kann unser Land in der UNO vertreten. Das passt perfekt zu der studierten Völkerrechtlerin. Ich habe schon gewisse Ambitionen, ja, das gebe ich zu. Ich will sicher nicht immer jetzt auf der Stufe wissenschaftliche Mitarbeiterin, erste diplomatische Mitarbeiterin sein. Ich würde schon gerne mal ein bisschen weiter gehen können. Und das ist mit ein Grund, warum ich auch den Konkurs gemacht habe. Weil es im EDA einfach sehr schwierig ist, wenn man nicht Diplomat oder Diplomatin ist, ist es schwierig, zum Beispiel Sektionschefs-Posten zu übernehmen. Also, das gibt es immer wieder. Aber das sind meistens wirklich sehr, sehr, sehr gute Leute. Und auf das kann man eigentlich nicht zählen. Und das würde mich schon reizen, mal irgendein so ein kleines Team führen oder so. Das fände ich sehr, sehr spannend. Für eine Concours-Diplomatik braucht es viel Kraft und Ausdauer. Und gerade New York gilt innerhalb des Aussendepartements als eine der strengsten Stationen.
Auch der Jean-Baptiste spürt, wie anspruchsvoll Diplomatenausbildung ist. Mithelfen bei politischen Berichten oder wichtige Staatsbesuche organisieren, das gehört zur praktischen Ausbildung dazu. Es gibt in diesem Gebäude nicht so viel Platz eigentlich. Das heißt, ich bin doch glücklich, dass ich ein Büro hier haben konnte und nicht irgendwo weiter in Bern. Und das Lift ist übrigens super schön. Das finde ich ziemlich charmant. Dann nehme ich den Lift durch die Parlamentsbibliothek etwa 50 Mal pro Tag. Ja. Also ich könnte sportlicher sein und die Treppe daneben nehmen, aber gut, nach so vielen Hin und Zurück ist es vielleicht ein bisschen angenehmer. Heute ist ein wichtiger Tag für Jean-Baptiste. Sie va bien? Er präsentiert heute eine selber entwickelte Liste, die zeigt, mit welchen Ländern die Schweiz Verträge hat. Öffnen. Schau mal, das an sich ist Wahnsinn. Also, nicht filmen, dass ich die Möbel bewege, aber ich weiß, die Kabel sind ein bisschen kurz. Okay, gut. Diese 2 Jahre, die werden wirklich ein Prozess sein. Ich verstehe also, wieso diese Ausbildung. Es hat einen Grund, dass die Diplomatie, diesen Beruf, das lernt man nicht einfach auf einem YouTube-Tutorial. Es nimmt Zeit und man muss Bescheid sein und ein bisschen Geduld. Hey. Gut. Bonjour. Jean-Baptiste Deleuze, enchanté. Oui, nous pouvons t'écouter. Enchanté, monsieur. Oui, tout à fait. Bonjour, Jean-Baptiste Deleuze. Daniela Ruffin. Daniela Ruffin, enchanté. Simon Cadouf. Simon, enchanté. Bon. Prenez place. On attend que tout le monde soit là et puis on. Tout le monde est là. On était là. Tu veux. Merci à tous d'être là. Ça fait plaisir de pouvoir discuter de ça avec vous. Mit Burkina Faso haben wir eine lange Reihe von Abkommen. Viele sind Abkommen im Bereich Budgethilfe von SECO. La structure de ce tableau elle est hyper simple. On a une colonne avec les pays. Si on descend, ben. Kannst du mal zeigen, kann mit diesen Filtern zum Beispiel. Das mache ich gleich. Ja. Das geht eigentlich so. Wenn man das Filter öffnet, hat man gleich die Liste von alles, was unten steht. Und ich denke, wir hatten auf unser Portfolio, ich war effektiv auch so ein Stagiaire, haben wir beauftragt, eine Liste zu machen. Mhm. Und ich glaube, das wäre ein gutes Angebot für uns gewesen. Also eine solche Datenbank, ich verstehe, ja, für die Botschaft eben, dass die mal so etwas auch nutzen könnten. Mais en tout cas, merci, oui, merci pour votre attention et votre participation active aussi dans le contexte particulier. Altrimenti, grazie mille et buona giornata. Salut, à bientôt. Ciao. Ich bin froh, es ging gut und die Stimmung, ja, so sind Kollegen oder die Stimmung war gut. Und finde ich das einfach spannend mit 34, mit deiner vorherigen beruflichen Erfahrung, da fängst du in dieses Job. Diplomatie und du musst einfach alles neu lernen. Irgendwie ist auch eine Ego-Frage, oder? Du denkst, ey, ich habe doch schon gearbeitet, ich habe studiert und so, also ich kann schon. Eigentlich nicht. Eigentlich muss ich ein bisschen Bescheid sagen und sagen, ey, nein, das muss ich lernen. Man kann wirklich etwas für dieses Land leisten. Und das ist die grosse Chance, die der Job bietet. Und wo wir eben Spitzenleute brauchen. Und wir versuchen, Spitzenleute erstens einmal auszuwählen und dann auszubilden, sodass wir möglicherweise die besten Diplomaten auf dieser Welt haben. Mit 29 ist Alexander Scherrer der jüngste in der Diplomatenklasse. Heute ist der Zürcher mit seinen ehemaligen WG-Mitbewohnern unterwegs. Ja.
Jetzt wird langsam ein bisschen nervös. Schwimmelt. Mal den Puls messen. Ich glaube, allzu gefährlich ist es nicht. Aber es sieht schon noch schwierig aus vom Fallfall, ja. Eben, man merkt schon, wenn er mal etwas Neues anfängt, dann will er es auch ein bisschen können. Das merkt man eigentlich bei jeder Sportart. Auch bei sonstigen Spielen. Er hat schon seine Ehrgeiz. Sind wir ready? Absolut. Ja, ja, sehr gut. Ich glaube, ich weiß, was ich noch besser machen muss. Was? Ja, mir hinten hat sie gesagt. Ja, das geht noch nicht. Bühne, 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 Bühne. Ja, schon gesehen. Ja, neu besuchen. Dann tun wir es cool. Erfolg ist dem Alexander wichtig. Nicht nur auf dem Surfbrett, auch im Beruf. Es war immer wieder in meinem Hinterkopf, dass es ein extrem spannender Beruf wird. Es ist ein Beruf, der mir zusagen würde. Vor allem gegen Ende der Prüfungen, wo es immer mehr darum ging und dass es sich abgezeichnet hat, dass es möglich ist. Dort war es natürlich schon ein wirklich grosses Ziel und ein grosser Traum, der mich motiviert hat. Er hat immer so eine ganz differenzierte Meinungsbildung. Er sagt nie schwarz auf weiß etwas. Er tut immer auch so ein bisschen als Vermittler fungieren, führt verschiedene Meinungen zusammen. Und tut so ein bisschen Diskussionen anregen. Sicher Diplomat, das passt 100%. Ja, ich glaube, es hat schon einen extremen Ehrgeiz gebraucht. Also, man hat etwas wirklich wollen schaffen. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Schlüssel für mich gewesen, dass ich mich eigentlich von Anfang an auf das konzentriert habe, Schritt für Schritt nehmen konnte. Und dann sicherlich auch mit ein bisschen Glück wahrscheinlich reingekommen bin. Minute 39, yeah, there. 10h39 sur la voie 3. Ouais, parce qu'on a changé à Münzingen. OK, parfait. On y va? Merci. Ich liebe die Autobahn, das ist so herzig. Samira und Edgar sind ein Dreamteam und die Welt ist ihre Heimat. Sie haben schon zusammen in Burundi gelebt, jetzt in Bern und bald geht es weiter auf Kairo, wegen der Ausbildung von der Samira. Für uns ist es wichtig, dass es eben wirklich ein Projekt ist für uns beide, also ein Familienprojekt in diesem Sinn. Weil es hat natürlich extremen Einfluss auf beide, unser Leben. Und wir haben das wirklich lange im Vorfeld besprochen. Und es entspricht uns auch beiden, das Leben auf eine Art. We're not scared of it. We're looking forward to it. She got 4 years in my home country. I will get some years in her home country. And then we start moving. Adieu, merci. Is it okay? Totally. Regarde, Kulmli. That would be our like small hut. This little, don't you see the? Oh probably, man. Yeah. This is so Switzerland. Even here they have the thing for the cigarette. Yeah. All the way here. You gotta love it. Yeah, it's so beautiful. There's nothing typical about Samira. But if I have to say, really the Swiss part is the organization. We're talking about going on holiday, for instance, and she is very into, we're going to do this, we're going to do that, what are we going to do? Was heisst typisch Schweizerisch? Für mich gibt es klare Schweizer Werte. Und eben so Grundzüge, wie es Sarah gesagt hat, organisiert, pünktlich, eben auch die ganze Kultur von, die ganze Vermittlungskultur, dass man immer versucht, irgendwie so zwischen verschiedenen
Akteure zu vermitteln. Und das ist für mich das, was so das Schweizerische ausmacht. Oh, wow. Die Lunette. Nicht. Maybe, ja. Yeah. Oh mein Gott, ja, just. We're just floating in the clouds. C'est incroyable. C'est magnifique. The clouds, are so different, you know. No, those are real clouds. This is fake clouds. Whatever that means. It means those are dreamy clouds. Exactly. And these are cold clouds. Zwischen den Wolken geht's plötzlich um einen neuen Namen. I'm creating fable stories for Lani. Exactly. That's what I'll be telling her. She'll go to school. Oh, those are fake clouds. Alani, der Name. Sie wird das Leben von der Samira und vom Edgar völlig verändern. Wer Alani ist, das in der nächsten Folge von den jungen Diplomaten.